zusammen. Wir haben ein neues Thema, nämlich die Uhr. Nun hat eine Uhr ja verschiedene Teile. Gucken wir uns das mal an. Da stehen Zahlen drauf. Dann gibt es auf der Uhr solche Striche. Vielleicht weißt du auch schon, wie man das nennt. Ich habe dir hier unten die Begriffe hingeschrieben. Ich lese es dir vor. Ziffern, Zifferblatt, Stundenzeiger, Minutenzeiger, Stundenstrich, Minutenstrich. Das ist nun schwierig, vielleicht auch nicht. Fangen wir mal mit dem Leichten an. Was könnten denn Ziffern sein? Gucken wir uns das mal an. Du hast recht. Die Zahlen, die auf der Uhr stehen, nennt man auf der Uhr Ziffer. Gucken wir mal, wo der Pfeil auf eine Zahl zeigt. Das ist hier. Also streichen wir das Wort Ziffern durch und schreiben es auf diese Linie. Ziffer. Das nächste Wort heißt Zifferblatt. Nirgendwo ist da ein Blatt zu sehen, höchstens ein Blatt Papier. Das, worauf die Zahlen stehen, das nennt man Zifferblatt, weil das in der Herstellung auf ein Stück Papier oder auf Pappe gedruckt wird, nennt man das Zifferblatt. Schauen wir mal, das ist dieser Pfeil. Streichen wir also Zifferblatt durch und schreiben das Wort dort oben hin. Das nächste Wort heißt Stundenzeiger. Die Zeit besteht aus Stunden und Minuten. Wo könnte dann der Stundenzeiger sein? Genau, das ist der rote Zeiger, der kurze Zeiger. Ich schreibe ihn auch jetzt extra rot. Das machst du bitte auch. Der zeigt immer an, welche Stunde es ist. Ich zeige es dir mal auf der großen Uhr. Hier steht der Stundenzeiger auf der 1. Wenn ich die Uhr einmal drehe, siehst du, wie sich der Stundenzeiger bewegt auf die nächste Stunde. Also, das rote ist der Stundenzeiger. Durchstreichen, hinschreiben. So, das nächste ist der Minutenzeiger. Du hast recht. Das ist der blaue. Bleibt ja nur noch ein Zeiger übrig. Zeiger deshalb, weil dieser Zeiger auf etwas zeigt. In dem Fall die Stunden oder die Minuten. Hier Minutenzeiger. Jetzt brauchen wir wieder unseren Bleistift. Ich nehme den Füller, damit du es besser siehst. Stundenstrich. Schauen wir doch mal, wir haben ja nur noch zwei übrig, wo das hinführt. Hier ist ein Pfeil und da. Stundenstrich. Richtig. Das ist der Strich, der anzeigt, welche Stunde es. Durchstreichen, hinschreiben. Stundenstrich. Das bleibt dann nur noch übrig. Der Minutenstrich. Durchstreichen. Minutenstrich. So, nun wirst du sagen,
Da ist doch gar kein Strich. 6 Wörter zum Einsetzen, 6 Linien, 6 Pfeile. Stundenstrich ist da, Stundenzeiger ist da, die Ziffern sind da, Minutenzeiger, Zifferblatt. Schauen wir uns nochmal die große Uhr an. Dies ist die große Uhr und da sehen wir es. Da sind Striche. Hier sind die Stundenstriche rot und die Minutenstriche sind grün. Jetzt müssen wir natürlich, hier fehlen ja die Minutenstriche, gucken, wie viele Minutenstriche müssen wir denn einzeichnen. Genau. Immer 4 Stück in möglichst gleichmäßigem Abstand. 1, 2, 3, 4, 5 ist der lange. 6, 7, 8, 9, 10 ist der Stundenstrich. 11, 12, 13, 14, 15 ist der Stundenstrich. 16, 17, 18, 19, 20 ist der Stundenstrich. 21, 22, 23, 24, 25 ist der Stundenstrich. 26, 27, 28, 29, 30 ist der Stundenstrich. 31, 32, 33, 34, 35 ist der Stundenstrich. 36, 37, 38, 39, 40 ist der Stundenstrich. 41, 42, 43, 44, 45 ist der Stundenstrich. 46, 47, 48, 49, 50 ist der Stundenstrich. 51, 52, 53, 54, 55 ist der Stundenstrich. 56, 57, 58, 59, 60 ist eine Stunde um. Wenn nicht alle so gleichmäßig sind, das ist nicht so schlimm. Es ist ja eine Uhr auf dem Papier und keine richtige Uhr.